Boom, Alter. Da ist er wieder. Der Mann für kleine, kurze Unboxing. Wirklich ein ganz kurzes. Cuttermesser ist bereit. Alles klar, hier, zack, zack, zack. Uff. Nicht lange rumgequatscht. Es ist wirklich ein kleines Paketchen diesmal. Natürlich hier krass ist. Komisch zugeklebt, aber wir kriegen das hin in einer kurzen Zeit, das zu öffnen. Weil ich habe keine Zeit. Oh, das ist schon mal komisch. Warum geht das da nicht auf? Also müssen wir das hier zusammen aufschneiden. Ah, okay. So sieht das schon gut aus. Aber was ist das hier? Das ist sehr eigenartig. Was ist das hier? Hä? Ich auch noch nicht gesehen. Alles klar, man kann sie auch blöd anstellen. Was ich wahrscheinlich hier gerade tue. Wahrscheinlich geht das Paket doch anders auf. So. Ah, kick mal einer an. Miep. Geöffnet. Oh, hier sowas, Alter. Und das ist aber nett von der Person. Geil. Voll die weihnachtsmäßigen Sachen. Sowas habe ich sogar schon mal auf dem Pullover gesehen. Weihnachtsmäßig. Ja, und damit wünsche ich euch eigentlich auch einen schönen vierten Advent. Falls ich das heute noch hochlade, ich weiß es nicht. Oh, und man sieht hier schon die Figuren. Beziehungsweise das Objekt der Begierde. Wollt ja nicht alles verraten gleich. Aber sie hat es so eingepackt, die Person, dass es eben zu sehen ist. Oh, geil. Und das ist auf jeden Fall hier richtig geil. Die lieben Freunde da draußen des Sammelns. Cool. Also erstens mal, wie die das hier eingepackt hat. Sieht sehr edel aus, muss ich mal sagen. Finde ich richtig geil. Und sie hat mir hier 4 Gürtel dazu gegeben, zu dem Ganzen. Ich musste sie natürlich da fragen für. Ja? Ey, geil. Das freut mich. Und auch schön eingepackt, muss man mal sagen. Ist ja wirklich wie ein Weihnachtspaketchen. Richtig geil. Ist hier noch irgendwas drin? Nee, leider nicht. Ist aber auch nicht schlimm. Das kommt erstmal weg. So, wir haben hier die 4 Gürtel auf jeden Fall. Geile Nummer. Ich glaube, die machen wir einfach gleich mal auf. Geil. Das ist natürlich wirklich geil. Und ich weiß aber nicht genau, ob das neuere Gürtel sind oder ältere. Können wir mal gucken hier. 2012. 2010. Auch 2010. Und 2011. Geil. Wir haben hier den World Wrestling Champion Gürtel. World Wrestling Federation Champion. Cool. Dann haben wir hier den auch World Heavyweight Wrestling Champion. Den gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Also es gibt den auch nicht mehr. Beziehungsweise von der ganzen Company her, von WWE her, sind die beiden Titel gar nicht mehr aktiv. Der eigentlich auch nicht. Oh, und hier kann man es aber nicht drehen, wa? Da muss ich sagen, bei den Jacks-Gürteln konnte man das in der Mitte drehen. Moment mal, zeig euch das mal ganz kurz. Weil dafür bin ich ja hier. Hier haben wir nämlich den Brock Lesnar. Und vielleicht passt das ja auch eigentlich. Das habe ich neulich nämlich auch angeboxt, beziehungsweise gezeigt, wer sich noch erinnern kann. Die Hose, die zu dem Cesaro gehört hat, gehört eigentlich zu ihm. Weil der Brock Lesnar. Ja, und hier seht ihr bitte, dass man diese Zeichen hier drehen kann. Ja? Spinning-mäßig ist das. Oh, Entschuldigung. Das ist das Spinning-Wheel-Gürtel sozusagen. Und auch die Qualität, kriegt euch das mal an, ist einfach viel geiler. Das glänzt erstens mal viel mehr. Gut, dieser Typ hier hat das bemalt. Mit Edding trotzdem glänzt das noch übelst. Und jetzt guckt euch mal den dagegen an. Jetzt haben wir einen direkten Vergleich hier. Also, das ist schon billiger gemacht, würde ich mal behaupten. Billig gemacht. Auch viel kleiner, guck dich das an. Also der ist auf jeden Fall ein paar Millimeter größer, der obere. Und ja, ist eigentlich John Cena sein Gürtel.
John Cena haben wir jetzt hier nicht. Doch, haben wir. Moment. Da ist John Cena. Und dem gehört eigentlich dieser Gürtel. Beziehungsweise nicht gehört ihm, aber der hat ihn übelst oft gewonnen früher. Beziehungsweise haben sie es gemacht, dass er den gewinnt. Und ja, das zu den Gürteln sind wirklich ziemlich ja, billiger gemacht als die früheren Gürtel, muss ich mal so sagen. Weil diese Plaketten sind alle in demselben Farbton und nicht groß abgehoben irgendwie, außer der hier. Der hat hier ein bisschen schwarz mit drauf, bisschen abgesetzt alles. Das finde ich ist cool. Aber hier so, weiß nicht. Gut, und der Gürtel war eh früher mal Silber und nicht Gold. Also erfahrene Wrestling-Fans wissen, was ich meine. Das ist übrigens, was haben wir noch gar nicht gehabt? Was ist denn das für ein Champion-Gürtel überhaupt hier? Million? Sagt mir jetzt ja nichts. Kann man auch überhaupt nicht entziffern, was da drauf steht. Jedenfalls habe ich die vier Gürtel dazu bekommen. Richtig geil. Und dann lohnt sich auch dieser Preis, den ich bezahlt habe. Und das war ja auch meine Frage an die Person, ob sie mir die Gürtel denn dazu gibt. Und sie meinte, ja, Marek, kein Problem. Und hier auch sehr schön zugemacht. Und das hätte sie eigentlich nicht machen brauchen. Muss ich mir mal ein Beispiel dran nehmen. Wenn ich mal welche verschicke. Figuren, ja. Auf jeden Fall schön aufgeruppt jetzt die ganze Nummer. Wir kicken mal, ziehen die gleich raus hier. Was wir hier haben. Und zwar haben wir hier Jeff Hardy. Richtig cool. Jeff Hardy mit der Bemalung habe ich noch nicht. In meiner Sammlung. Geil. Ist auf jeden Fall cool. Auch mit den Tattoos sieht mir das ziemlich, ja, auf jeden habe ich noch nicht. Also da gibt's, ich habe ältere Figuren praktisch, muss man das so sagen. Und man muss hier gleich sagen, super Qualität. Bewegt sich, also ist eine Elite-Figur, beziehungsweise Deluxe. Aber hier, man sieht gleich, die Gelenke funktionieren tadellos. Alles super, hier ist nichts locker. Richtig geil. Cool. Wow. Also hier muss ich sagen, gleich geil. Coole Verkäuferin. Das weiß ich auf jeden Fall noch, dass es eine sie war. Ja, man sieht die Tattoos hier bei ihm schön. Richtig cool. Das ist gut gemacht. Das ist sein Zeichen hier hinten. Boah, cooler Jeff Hardy auf jeden Fall schon mal. Richtig geil. Richtig nice. Gesicht haben wir jetzt gezeigt. Wunderbar. Und vielleicht wird es auch wirklich mal wieder ein One-Taker, beziehungsweise ein High Undertaker. Ein Video ohne Schnitt und hoffe ich zumindest. 9 Minuten zeigt er mir noch an. Wobei, das wird gleich zu Ende sein. Ja, und hier haben wir auf jeden Fall einen Undertaker. Wo das hier ein bisschen verdreht ist, ist aber nicht schlimm, das kriegen wir hin. Der aber auf jeden Fall in meiner Sammlung gefehlt hat, noch cool, das ist diese R.I.P. Paul Bearer Figur. Rest in Peace Paul Bearer, sein früherer Manager. Geil. Die habe ich zwar in mit sowas auch schon, aber nicht in diesen in dieser Gesichtsform. Das ist voll cool auf jeden Fall, dass ich jetzt wieder einen neuen Undertaker habe. Mit diesen Haaren. Der hatte diese Frisur kurzzeitig mal. Das ist auf jeden Fall cool, Alter. Ein geiler neuer Undertaker. Yeah. Undertaker. Nice, nice, nice. Und die Gelenke funktionieren hier auch noch super. Also die Frau, die Person hat auf jeden Fall... Also ich weiß ja nicht, ob das... Das sieht mir aus wie nicht bespielt. Also wirklich. Hier ist ja nichts ab. Das ist wie neu. Als ob es Vitrinenfiguren waren. Und sowas ist natürlich für einen Sammler wie mich immer schon geil, wenn du sowas kriegst. Ja, für den Preis. So, das muss ich dann auf jeden Fall irgendwie gerade kriegen. Wenn ich das jetzt hier machen würde,
würde das echt zu lange dauern. Dann sind wir wieder bei einem Schneidungsvideo und nicht einem One-Taker. I'm the Undertaker. Yeah. Nochmal schön das Gesicht hier ankicken. Das sieht richtig gut aus auf jeden Fall. Richtig cool. Und auch die Tattoos sind alle noch zu sehen. Da ist nichts abgenutzt. So wie bei vielen Figuren, die man eben, wenn man sie gebraucht kauft, kriegt. Geil. Also das ist auf jeden Fall schon mal Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Und die letzte Figur ist unser Mann. RVD. Und so stand er immer da und hat das gemacht. RVD. Ich weiß, die Zuschauer da draußen denken jetzt, oh Alter, was ist mit dem los? Grüße ihn an Mike, weil er denkt, ich bin wieder 12 geworden. Das Bein ist hier total verdreht, krass. Das muss ich denn irgendwie gerade biegen. Beziehungsweise könnt ihr jetzt mal machen. Aber ich wollte eigentlich einen One-Taker daraus machen. Kein Undertaker, sondern ein One-Taker. Achso, siehst du? Hat sich hier total verdreht. Ist aber nicht schlimm. Wie gesagt, kriegt man ganz leicht hin. Die Knieschoner wieder hoch. Zack, und fertig ist es. Geil. Und ihr seht, er sieht ihm auf jeden Fall gut ähnlich. Also wer Rob Van Dam kennt, RVD, wird mir recht geben. Sieht ihm richtig gut ähnlich. Zopf dran, fehlt auch meistens bei den Figuren. Geil, hier hinten dieses... Oh, habt ihr gehört? Das ist mein Bauch. Ich habe Hunger. Muss nämlich langsam was essen. Hier auch nochmal Rob Van Dam, also Van Dam. Van Dam. Geil. Und der passt natürlich auch zu meiner Rob Van Dam Sammlung, weil ich habe mittlerweile auch, glaube ich, 3 oder 4 Figuren von ihm. Außer eben so eine Elite-Figur. Und ihr seht, das kannst du gar nicht hier richtig knicken, weil die ist noch nie benutzt worden. Daran merkst du das auch. Und hier, ihr merkt, wie im Gegensatz zu dem anderen hier, da ist das ein bisschen lockerer. Ja, also der ist auf jeden Fall mehr gebraucht worden oder vielleicht mal bespielt worden als er hier. Der ist wirklich fast wie neu, würde ich mal sagen. Hier ist auch nichts ab. Alles richtig top. Wow. Auch nicht dreckig. Auf jeden Fall wie neu. Richtig cool. Muss man mal sagen. Rob Van Dam. Geil, ey. Ja, wie gesagt. Und da haben wir hier auf jeden Fall 3 richtig coole Figuren bekommen. Mit jeweils, beziehungsweise alle 3 haben auf jeden Fall einen Gürtel. Ha. Hä? Hauen wir ihm die mal hier um. Zack. Ja. Geile Nummer, ey. Das für coole Figuren auf jeden Fall. Wop, Van Dam. RVD. Der Undertaker. Cool, vor allen Dingen eine Figur, die ich noch nicht habe. Gesicht sieht ihm zwar also bei einigen Figuren ein bisschen ähnlich, aber der hat eine andere Frisur. Ich müsste jetzt wieder die Figuren holen. Mache ich das kurz oder nicht? Hm. Ja, Moment mal. Mal gucken, ob wir den hier haben. Ja, hier haben wir auf jeden Fall ihn. Geht durch den an. Der ist anders. Wobei er ihm ziemlich ähnelt, aber er ist anders. Man sieht es auch, diese Frisur ist hier viel breiter. Sonst ist es eigentlich derselbe Stil. Und die ist voll schmal. Also da hat er den Irokesenschnitt ein bisschen smaller. Smally small. Und die Sicht ist eigentlich auch breiter bei ihm hier. Ist es viel breiter als bei dem.
Ich weiß, kann man jetzt schwer sehen. Schwer erkennen. Das muss man halt live sehen. Des Weiteren hat er auf jeden Fall eine andere Bemalung hier. Ist es bräunlicher und hier ist es dunkel. Dunkelbraun. Aber der Kopf ist auch viel größer. Man sieht es auf jeden Fall. Eigentlich noch in hier. Achso, genau, hier, er hier. Bei ihm hier dachte ich eigentlich, das ist dasselbe Gesicht. Bloß eben mit, ja, Irokesenschnitt. Ist aber auch anders. Aber wie gesagt, das ziehen ja Sammler auch eh immer anders als, übrigens hier meine kleine Undertaker-Sammlung. Ich habe noch viel mehr. Das sehen eh Sammler immer anders. Aber, wie gesagt, der Unterschied ist schon anders. Und auch mit den Paul Bearer RIP da drauf. Ist echt schon anders. Da müsst ihr mir jetzt einfach mal vertrauen. So, geil. Damit bin ich auch schnell durch hier mit dem Video. Coole Sammlung. Cool für meine Sammlung, würde ich sagen. Undertaker RED und Jeff Hardy. Yeah. Coole Nummer. Ich sage tschö mit Ö, reingehauen und wünsche euch einen schönen 4. Advent auf jeden Fall. Tschö. Lieben Freunde, mir ist gerade noch aufgefallen, das sind TNA-Figuren. Also 2010 TNA, das sind wahrscheinlich diese Legend-Figuren. Der Rob Van Dam auch. Ja. 2010 TNA. Die beiden sind Legend-Figuren. Von, ja, von der TNA-Gruppe. Es ist dasselbe Jack Pacific, Jack Pacific Dingsbums, wie diese Figuren hier. Natürlich 5 Jahre später. Und hier muss man gleich mal feststellen, ich schau mal an, Entschuldigung, diese Unterarme von den Jacks Figuren von 2005 sind viel fetter. Also ich finde sie ja übertrieben. Sieht ja nicht so gut aus wie diese. Hier passt das alles, muss ich sagen. Und das ist da auch ziemlich gleich. Und das ist bei diesem John Cena ist das ziemlich fett. Ja, wo man so denkt, Alter, was hat der denn für Unterarme? Oder beziehungsweise Oberarme? Völlig krass. Das wollte ich jetzt nur noch mal kurz zeigen. Diesen Unterschied. Und da muss ich echt sagen, ey geil, diese TNA Legend Figuren sind cool. Weil armtechnisch sind die echt besser. Guckt euch mal hier diesen riesen fetten Arm an da. Und das ist bei jeder Figur so. Ja. Juti, reingehauen. Das war ein ganz kurzes, nochmal kurzer Vergleich zwischen diesen, ja, TNA Legend Figuren. Wie gesagt, 2 TNA Legend Figuren. Cool. Bis dann. Tschüssi.